Schwöre es euch, ich bin an einem Punkt wieder angekommen, wo ich mir einfach nur denke, warum? Walla, warum? Ich bin auf YouTube unterwegs, auf der Startseite, Digga. YouTube so oder so voll langweilig geworden. Keiner bringt irgendwelche normalen Videos mehr. Keiner bringt irgendwas, wo man sich denkt, ey, geil, unterhaltsam. Ja, alles wirklich tamso langweilig geworden, ne? Dann wird mir auf jeden Fall ein Video vorgeschlagen. Ich lese euch das mal vor, ja? Ich schiebe mir Sachen in den Mund und gönne meinen eigenen Vater. Eine Walla, das können die doch nicht ernst meinen, oder? Dass so ein Video in YouTube vorgeschlagen wird, ja? Dieses Video wird mir einfach vorgeschlagen. Ich weiß doch nicht mal, ob das Video grün ist oder gelb ist oder was auch immer, Digga. Also so ein Video kann niemals grün werden. Selbst dieses Video wird safe nicht grün, Digga. Und wenn, dann... Alhamdulillah. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Nee, was soll ich noch sagen, Digga? Ja, nee, was soll ich sagen? Was soll ich noch machen, Digga? Auf jeden Fall, Leute, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, heute wird es einfach nur geisteskrank. Ich habe mir hier ein paar Requisiten vorbereitet. Ihr könnt ja schon mal gucken, was ich hier so angelegt habe. Alter, Leute, was ist das? Und diese Requisiten muss ich heute versuchen, mir alle in meinen Mund reinzuschieben und wir gucken, ob das klappen wird. Hä? Und dann, was passiert dann? Was passiert dann? Was hast du davon? Alla, was passiert dann? Was hast du davon? Bist du dann irgendwie, keine Ahnung, kommst du dann in Guinness Buch der Rekorde oder was passiert? Das passiert Menschen, Bruder, wenn OnlyFans nicht mehr läuft, ne? Stark. Sie steckt sich so ein Ding in den Mund. Ja, nee, sie versucht es auf jeden Fall und lädt das auf YouTube hoch. An Amrakoim, hast du keine Familie? Hast du keine Eltern? Er hat auf jeden Fall im Titel geschrieben, ich gönne meinen eigenen Vater. Ich will auf jeden Fall den Vater mal gleich sehen. Aber Leute, so, ich bin die Gönnerin, ihr wisst ja, ich muss übertreiben. Das heißt, ich habe extra noch ein Glas vorbereitet mit verschiedenen Challenges, als würde das nicht schon ausreichen, dass ich mir die Sachen in den Mund schiebe. Ja, nee, sie macht mit sich selbst eine Challenge, nimmt ein Blatt und schreibt sich dort Challenges auf, die sie machen muss. Ja, sie selbst, sie hat nicht mal im Internet oder so geguckt, sie hat sich selbst ihre Challenges ausgesucht und will uns das jetzt präsentieren. YouTube Deutschland, sehr stark. Wird das so sein, ich ziehe ein Dings und ich muss halt so eine verschiedene Challenge machen. Und wenn da jetzt steht, ich muss mir die ganze Banane in den Mund schieben oder halt, wenn ich es nicht schaffe, muss ich das und das machen. Also wisst ihr, was ich meine? Welcher Bart auf dieser Welt hat diese Challenge erfunden, Digga? Junge, wer hat diese Challenge erfunden? Wie kommt man auf sowas, ja? Digga, sie wird safe Dati auch in den Mund stecken. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee. Alla, selbst ich werde behindert, Bruder, wenn ich das sehe. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich ein neues YouTube-Video mache, wird das von Stufe zu Stufe peinlicher irgendwie. Kann das sein? Aber okay, ich zähle jetzt ein Kleid, wir fangen jetzt einfach an. Oh, ich wusste, dass es kommt. Ich schwöre, ich hatte das Gefühl, dass dieses kommt. Sie sagt, ich wusste, dass das kommt. Ja, normal wusstest du, dass das kommt, wenn du das selbst auf dem Blatt Papier geschrieben hast. Hä? Bruder, Walla. Immer mit einer Prämie, ja, Wallah, ist kaputt gegangen, logisch. Okay, ich muss mir so viele Würstchen wie möglich in den Mund schieben. Leute, damit ich vorbereitet bin, habe ich natürlich, guck mal, was ich für eine große Packung geholt habe. Hättest du mal wenigstens Halal geholt, ja? Mit Würstchen. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte YouTube-Video schon gesehen habt. Das ist schon ein paar Monate her. Aber da habe ich auch sowas gemacht mit Elisa, wo wir uns so Würstchen reingeschoben haben. Da habe ich, glaube ich, so 6 oder 7 reinbekommen. Wir gucken jetzt, ob ich mich gesteigert habe, Leute. Ja, ja, mal gucken, ob du dich gesteigert hast. Der Mund ist auf jeden Fall gewachsen. Oh mein Gott, wenn ich 10 schaffe, dann mache ich einen Monat lang meinen OnlyFans kostenlos. Okay, okay, let's go. Sie möchte 10 Würstchen in den Mund bekommen, Bruder. Möchte 10 Würstchen in den Mund bekommen. Drago, wie soll sowas klappen? Ich sage, wie ist bei Gott, ich finde diese Würstchen so ekelhaft, ne? Ich mache das jetzt auf einmal, ich kann das nicht so nacheinander, bei Gott. Junge, kein Mensch auf dieser Welt hat dir gesagt, dass du das machen sollst. Wieso, ja, ne, wieso sagst du, ich finde das voll eklig? Dann mach das doch gar nicht, Amanakim. Ja, ne, wieso gibst du dir die Mühe, gehst nach Kaufland oder keine Ahnung wo und kaufst die Würstchen? Nicht mal Halal. Kaufst die Würstchen und dann steckst du die in den Mund. Und dann gibt es Menschen da draußen, die haben nicht mal Essen. Bruder, die haben nicht mal Dach über dem Kopf und du nimmst dieses Essen und beschmutzt das einfach. Walla, du steckst dir das in den Mund für ein Video, danach wirst du das so oder so weg. Ja, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese Würstchen wieder essen wirst. Was soll ich euch sagen, Amanakim? Alle diese Menschen, die haben einfach Langeweile, Bruder. Die haben einfach Langeweile, was soll ich euch sagen? Wir versuchen jetzt erstmal 6 Stück, okay. Oh, oho, 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 oho. Pa, Junge, Alter, ist die ekelhaft, Bruder. Ich schwör auf alles, Wallaba, Alter. Wallaba, bist du ekelhaft, Alter. Du bist der ekelhafteste Mensch auf dieser Welt. Ich schwöre auf Koran. Wir versuchen 8 auf einmal, okay? 8 Stück. Digga, das ist so ekelhaft. Ich schwöre bei Gott. Drago, Maschine wie Spielmaschine, Digga. 8 Würstchen hat die in den Mund bekommen, Digga. Tschüss, am Nachbarn. Ja, ne, oha, Alter. Ja, ne, oha, Bruder. Leute, es wird Zeit für die nächste Aufgabe. Mal gucken, was hier drin steht. Nimm die Riesenwurst, ruf deinen Vater auf FaceTime an.
und zeig ihm, wie du sie reinschiebst. Oh mein Gott, das ist echt eine Nummer zu viel. Guckt euch mal diese Wurst an, wie fett die einfach ist. Wie geht diese Kacke überhaupt auf, Digga? Jani, warum macht sie das? Ich verstehe das nicht. Warum macht sie das? Schreib das mal bitte in die Kommentare, Jani. Warum? Was hast du davon? Was hast du davon, wenn du dir so ein Batista-Wurst in deinen Mund steckst? Warum? Warum? Was bringt dir das? Was hast du davon? Was kannst du dir damit kaufen? Hä? Warum? Okay, Leute, ich habe jetzt hier ein Messer gefunden. Ich muss die Wurst mal aufmachen. Ohne viel reden. Wir legen jetzt los. Let's go. Okay. Es geht los, es geht los, es geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, geh dir nicht ran. Bitte, geh dir nicht ran. Bitte. Bitte, geh dir. Hey, Tochter, alles gut bei dir? Hallo Papa, alles klar? Ja, hallo, wenn das ihr Vater ist, Bruder, keine Ahnung, Amenakrim, dann gehe ich rückwärts schwimmen, Amenakrim. Was labert die? Allein schon, wie sie den eingespeichert hat. Ha, wallah, tam. Bruder, was soll ich dir sagen, ey? Ja, alles gut, ich bin jetzt gerade hier noch in Frankfurt mit Freunden. Wir sitzen jetzt noch im Restaurant. Ah, du bist mit Freunden gerade? Oh, ja. Ich bin jetzt gerade mit meinen zwei Kumpels, ja. Wie ist es im Urlaub? Wie geht's Oma, Opa? Alles gut? Ja, bei uns alles gut. Die Oma schläft gerade schon und ich wollte dir eigentlich eine Sache zeigen. Also ich wollte dich mal mit etwas beeindrucken, so. Du weißt ja... Sie möchte ihn mit irgendwas beeindrucken. So beeindruckt man heutzutage Väter, Digga. Sehr stark. Schiebt euch alle Würstchen in den Mund. Ja, okay. Ich kenne dein Zeichen, aber gut. Was zeig mal. Zeig mal. Genau. Und zwar, du weißt ja, ich bin dein ganzer Stolz und so. Und ich wollte mich einfach mal vor dir beweisen. Ja, ja. Ganzer Stolz. Und sie möchte sich beweisen, Bruder. Sie möchte sich beweisen, indem sie, keine Ahnung, so ein Batista-Wurst in den Mund steckt. Das ist das Beweisen heutzutage, Bruder. So beweist man sich heute. So zeigt man heutzutage, dass mein Papas ganzer Stolz ist, Bruder. So, sehr, sehr stark, Alter. Shirin David ist schuld, Bruder. Hashtag Shirin David ist schuld. Okay, ich will jetzt eine Sache zeigen und du musst jetzt auch bewerten, okay? Also sag von 1 bis 10 einfach, wie gut du es fandest, okay? Okay, alles klar, Töchterchen, komm. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. 1, 2, 3. Die verarscht uns. Er verarscht uns auch. Sie haben miteinander nichts zu tun. Das ist niemals der Vater, Bruder. Niemals ist das der Vater, Amenakrim. Ich setze sogar einen Tausender, Bruder, das ist nicht ihr Vater. Bitte, also reiß dich zusammen. Was soll das denn jetzt? Du bist hier an und steckst dir eine Salami in den Mund. Also bitte. Wie fandest du das? Naja, wie soll ich das finden, wenn du dir eine Salami in den Mund steckst? Also, ja, also, ich weiß nicht. Erzogen. Fandest du es nicht gut? Nicole, wie soll man sowas gut finden? Ich bin ein Vater, vergiss das nicht. Vergiss das nicht, Nicole, Alter. Ja, ihr wollt mir jetzt sagen, das ist der Vater oder was? Wäre das ihr richtiger Vater, würde der genau so reagieren. Ja, ich bin deine Hallo. Mama. Wo bist du? Du keine Amenakodumung gibt es hier. Warte kurz, Christian. Ich bin nicht, du keine. Wer ist der jetzt? Wo bist du, Amenakodumung gibt es hier? Wo bist du? Kommst du hier rein? Leute, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dieser ganzen Kacke? Sollte sowas weiter auf YouTube gezeigt werden? Ja oder nein? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. Ich hab Wachsen verdient und verfolge mein Ziel.